In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig? Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, vielleicht sind Sie auch ein wenig verwirrt wie ich, wenn wir diesem Wort Jesu zuhören. Was sollen wir denn nun also tun? Uns fürchten oder uns nicht fürchten? Mehrfach kommt dieses Wort vor. Fürchtet euch. Fürchtet euch nicht. Was denn jetzt? Natürlich, die aufmerksam zugehört haben, das sind natürlich alle, wissen, dass Jesus einen feinen Unterschied macht, vor wem man sich denn da fürchten soll. Aber vielleicht sollten wir, bevor wir auf diese Differenzierung eingehen, noch einmal an uns heranlassen, ist das überhaupt angezeigt, Furcht, oder sind wir ehrlich, das Wort, das hier im Griechischen steht, beide Male, fürchten ist eine sehr vornehme Übersetzung. Es heißt eigentlich Angst haben. Und haben wir nicht das gründlich aus dem gesamten kirchlichen Sprachgebrauch verbannt? Heißt das nicht, als Christen brauchen wir vor nichts und niemand Angst zu haben? Das ist genauso richtig, wie es genauso falsch sein kann. Was also mit der Angst? Es gibt nicht wenige Psychologen, die uns sagen, aber eigentlich ist das eine normale Lebenserfahrung, dass Angst manchmal sehr angezeigt ist, weil es uns bewahrt vor Gefahr, vor Dummheiten, in die wir manchmal, so komisch gesteuert, wie wir Menschen eben sind, hineingeraten. Und die Angst hilft uns, vorsichtig zu sein. Wenn wir davon ausgehen, von dieser simplen Lebenserfahrung, die doch so viel Wahrheit in sich birgt, kommen wir dem Evangelium und der Differenzierung, der Unterscheidung, die hier Jesus vornimmt, sehr viel näher. Angst vor Menschen. Ein gutes Beispiel haben wir beim Propheten Jeremia gehört. Das Zischeln der Menge. Das Gewirr der Blätter. Die Tweets, die Meldungen im Internet. Davor haben viele Angst. Und es ist eine wirkliche Macht. Menschen werden heute in unserer Gesellschaft nicht mehr erschossen, sie werden totgeschrieben. Ihre Existenz wird ruiniert. Und das droht auch kirchlicherseits. Diese Angst vor diesem Zischeln der Menge, vor dem Grauen ringsum, diese Angst ist vollkommen fehl am Platz. Jesus sagt es uns, diese Angst sollt ihr nicht haben. Diese Angst ist ein schlechter Ratgeber. Und das gilt ja auch, wir müssen es leider sagen, auch innerkirchlich. Wir reden heute, weil wir immer die Firmenideologien abbilden, wir reden heute von flachen Hierarchien. Das klingt natürlich gut. Das lässt sich gut vermarkten, das gibt gute Schlagzeilen. Aber wehe, man gerät in diese flachen Hierarchien. Die Weisheit, die der heilige Benedikt in seiner Regel im Kapitel über den Abt schreibt, dass der Abt, und das kann man sehr verallgemeinern,
mehr danach trachte, geliebt als gefürchtet zu werden, hat sich in den oberen Etagen unserer Ordinariate und Generalvikariate noch nicht herumgesprochen. Hier wird mit blanker Angst gearbeitet und mit Druck. Leider Gottes. Aber was sagt uns Jesus? Und es ist ein Geschenk, das er uns sagt. Habt keine Angst. Vor denen müsst ihr euch nicht fürchten. Es gibt eine berechtigte Angst im Leben. Die vor Gott. Und dann wird es ganz merkwürdig. Ja, aber haben wir das denn bisher nicht gehabt? Wir haben vor Angst, Angst haben wir vor diesem und jenem, vor jener Situation, davor, dass irgendetwas passiert, dass uns selber etwas zustößt, dass wir vielleicht nicht mehr Herr unserer Sinne, unseres Geschicks sind, dass mit den Kindern etwas ist, dass uns derjenige etwas am Zeug fliegt. Davor haben wir Angst. Und weil wir uns das nicht eingestehen, sagen wir vor Gott, das ist doch der liebe Gott. Da ist alles gut. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Da sind wir auf der sicheren Seite. Jesus dreht das heute gründlich um. Aber warum? Ich weiß, dass auch die Älteren, die hier unter uns sind, oder das gibt es auch jetzt wieder, dass uns manchmal mit religiösen, geistlichen Aussagen Angst gemacht werden soll. Dazu sind diese Aussagen Jesu nicht da. Sie sprechen, wenn Jesus uns das heute im Evangelium sagt, zu jedem und jeder Einzelnen von uns. Es ist nicht, um uns innerlich zu terrorisieren, aber um uns darauf aufmerksam zu machen, neu, dass der Umgang mit Gott alles andere als selbstverständlich ist. Das soll uns ein Motivationsschub sein. Nicht, dass wir uns verkriechen, uns ducken, uns vor Gott verstecken, ganz im Gegenteil. Dieses Wort Jesu von der Furcht vor Gott, von der Angst vor Gott, will das Beste aus uns herausrufen. Denn das ist das Einzige, was zählt. All diese anderen Angstmechanismen, innerkirchlich, außerkirchlich, die Öffentlichkeit, die Presse, was auch immer, Pillepalle, würden wir heute neudeutsch sagen, das ist nichts. Das heißt, man erleidet etwas, ja. Wir können das nicht einfach als nicht existent erklären. Wir können nicht einfach sagen, dass das keinen Preis hat. Jesus nennt den Preis, den Apostel. Wenn ihr aus der Verborgenheit der Sätze, die ich euch zugeflüstert habe, um nicht allzu früh in Konflikt zu kommen, etwa mit den jüdischen Autoritäten oder dass sie die Römer auf den Plan rufen, das habe ich euch im Dunkeln zugeflüstert, ins Ohr geflüstert. Und manchmal sagt Jesus das ausdrücklich im Evangelium, erzählt es keinem weiter. Um weiterhin noch einige Zeit zu gewinnen, um zu wirken. Aber sobald das öffentlich wird, hat das seinen Preis, bis hin zur Hingabe des Lebens, bis hin zum Martyrium. Jesus verschweigt das nicht. Aber selbst die Hingabe des Lebens ist nicht das Entscheidende. Das Einzige, was zählt, ist Gott ernst zu nehmen. Respekt vor Gott zu haben, mit Gott zu rechnen und dem Auftrag, den Jesus den Jüngern erteilt, wir haben das letzten Sonntag gehört, diesem Auftrag treu zu bleiben. Wir sind immer schnell damit zu sagen, natürlich, wir wollen missionarisch Kirche sein, wir haben einen Auftrag, wie der auch immer aussieht. Wir sagen das, aber meinen wir das Gleiche? Da geht es dann schon ganz weit auseinander, was das eigentlich bedeutet. Liebe Schwestern und Brüder, diese theoretischen Diskussionen müssen wir uns sparen. Das ist eine sehr konkrete Herausforderung, die jede und jeder von uns beantworten muss. Habe ich Respekt vor Gott? Nehme ich ernst, dass ich Christ bin, dass ich getauft bin, dass ich gefirmt bin und dass Gott mich in diese Zeit hineingestellt hat mit einem ganz spezifischen Auftrag? Und wir denken immer nur, es geht ums Reden. Reden kann man viel. Es geht ums Leben. Wie ich als Christ lebe, so oder so, in der Familie oder alleingestellt, wie ernst ich das nehme, wie ich es herunterbreche, wie ich es übersetze in meine konkrete Existenz. Wer das versucht,
muss möglicherweise auch in der Öffentlichkeit einen Preis zahlen. Aber dieser Preis gilt nichts im Vergleich zu dem, dass wir in diesem Lebensentwurf Gott respektieren. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir das tun, brauchen wir uns vor nichts und vor niemand zu fürchten.